Hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Worum soll es heute gehen? Ja, heute ist die große Auslosung, also der zweite Versuch, da sich der Gewinner der ersten Auslosung bis heute nicht gemeldet hat. Von daher alles richtig gemacht. Das ist jetzt der zweite Versuch. Ich hoffe sehr, dass es diesmal klappt. Ich habe einen komischen Kommentar unter dem letzten Video gehabt, nach dem Motto, ja, Zuschauer hätte beim ersten Gewinnspiel schon teilgenommen und ich mache jetzt nur ein zweites, um die Tasche selber behalten zu können. Also völlig unlogisch eigentlich. Ich weiß nicht genau, was er damit gemeint hat. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist natürlich nicht das Ziel des Ganzen, sondern die Tasche soll euch natürlich zugutekommen. Und deswegen habe ich keine Mühen gescheut. So, was habe ich für einen Aufwand betrieben? Ich zeige euch das mal einmal. Ich habe mir Papier genommen, die nach vier Bögen, und habe mit dieser tollen Schneidemaschine, mit der man Papier schneiden kann, habe ich gleich große Stücke aus einem DIN A4 Block rausgeschnitten sozusagen und habe, das zeige ich euch mal eben, alle Namen, die unter dem Kommentar drunter waren, aufgelistet, und die einen Supers Kommentar, so heißt das ja, abgegeben haben, haben dann für den entsprechenden Eurowert dann nochmal jeweils pro Euro eine Stimme extra bekommen. Bitte nicht wundern, ein Zuschauer hatte aus Versehen einen Kommentar unter das ursprüngliche Video drunter gesetzt, mit einem relativ hohen Betrag tatsächlich auch, und hat mich dann auch sofort angeschrieben, dass er sich vertan hat. Also solltet ihr das im Nachgang nochmal nachvollziehen wollen, werdet ihr diesen Namen nicht unter diesem letzten Video finden, sondern unter dem davor. Und von daher, ja, er hat relativ viele Lose dadurch dann natürlich jetzt auch im Topf. Und von daher wollte ich es nur erwähnt haben, falls der eine oder andere sich wundert, dass dieser Kommentar ja nirgendwo aufgetaucht ist. Der ist tatsächlich da, nur halt unter dem Video Nummer 1. So, ich will auch gar nicht euch großartig lange auf die Folter spannen, euch nur kurz erklären, was ich gemacht habe. Also wie gesagt, in einer Excel oder Numbers, wie es ja bei Apple heißt, Numbers-Datei, alle Namen aufgelistet. So, ich habe also alle Namen untereinander geschrieben, dann die jeweilige Anzahl der Lose, die derjenige bekommen hat. Also wenn da 1 stand, hat nur jemand einen Kommentar hinterlassen, hat er einen Supers-Kommentar hinterlassen, dann dementsprechend die höhere Anzahl. Ich habe diese Zahl, nehmen wir jetzt mal irgendjemanden raus, nehmen wir mal die Nummer 18, das wäre jetzt Stefan Holkamp, nur mal als Beispiel bitte. Der hat 3 Lose, das heißt, ich habe 3-mal die Zahl 18 aufgeschrieben und in diesen Top 4 geworfen. Und ja, dementsprechend befinden sich für ihn halt hier 3 Lose. Ich ziehe jetzt ein Los, da steht eine Zahl drauf, die gucken wir uns dann auf der Tabelle an, von 2 bis Zahl 30. Und ja, wenn da jetzt als Beispiel die 17 stehen würde, dann hätte halt Burkhard Szewski gewonnen. Ist, wie gesagt, bitte nur ein Beispiel, nur damit ihr das System versteht. Ich finde, das ist eigentlich relativ unkompliziert und ja, auch fair. So, ich klappe mal den Laptop wieder zu, nicht, dass der Autofokus hier gleich wieder spinnt. Also, ich habe mir richtig Mühe gegeben, habe, wie gesagt, Vierecke ausgeschnitten, die jeweiligen Zahlen da drauf geschrieben, und die befinden sich jetzt alle hier in diesem Topf. Und ja, habt die dann alle gerollt. Habt ihr schon mal Papier, Vierecke zu einer Rolle zusammengerollt in dieser Anzahl? Also ich habe mir echt Mühe gegeben. Das wollte ich damit nur sagen. So, jetzt kommt der große Moment. Wie gesagt, soll ja auch nur eine kurze Auslosung sein und kein 30-Minuten-Video. Okay, dann geht's jetzt los. Ich drehe das Ganze mal ein bisschen durch, schüttel es hin und her, wie man das halt immer bei so einer Tombola so macht. So, ich denke, das soll reichen. Fairerweise gucke ich auch weg. Also, kann man das in der Kamera sehen? Jawohl, kann man alles sehen. Also, durchgeschüttelt. Das ist der Gewinner von der Falk Ocean Tasche. Spannung, ich mache es mal in die Kamera. Gewonnen hat die Zahl, muss ich selber gucken, 28. Weiß nicht, ob ihr es jetzt sehen könnt. Ich hoffe mal, es ist relativ hell. Ich komme mal noch näher, dann weiß ich es definitiv, dass man sehen kann. Also die Zahl 28 hat gewonnen. Jetzt gucke ich mal im Computer nach, wer die Zahl 28 hat. Und gewonnen hat in diesem Fall Marc Hanelt. Herzlichen Glückwunsch an dich. Auch hier der Hinweis, bitte schreib mir eine E-Mail, meine E-Mail-Adresse, ich blende sie vorsichtshalber jetzt auch hier unten nochmal ein, du würdest sie aber auch im Impressum finden. Du hast, wie gesagt, jetzt diese Tasche gewonnen, bitte melde dich. Dafür vergebe ich diesmal an Zeit eine Woche. Ganz wichtig, mir bitte eine E-Mail schreiben, wo deine Daten draufstehen, dein Name, deine Anschrift.
vielleicht auch eine Rufnummer, dann kann man sich eventuell noch absprechen. Also wenn es in der Nähe ist, würde ich die Tasche vielleicht sogar vorbeibringen. Falls nicht, dann würde ich sie dir zuschicken. Also dafür brauche ich, wie gesagt, jetzt erstmal deine Daten und deine postalische Anschrift und dann bekommst du die Tasche zugeschickt. Und ja, alles Weitere würde ich sagen, besprechen wir dann per Mail oder wie gesagt, wenn du magst, auch per Telefon. Gut, das soll es dann für heute tatsächlich schon gewesen sein. Bitte nicht traurig sein, falls ihr nicht gewonnen habt. Das hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass die Tasche sich dann jetzt auch auf den Weg machen kann an den Marc, dass er sich meldet. Wie gesagt, bis nächstes Wochenende, Samstag, Sonntag, sowas in der Kante, solltest du dich mit mir in Verbindung gesetzt haben. Ja, ich gehe mal davon aus, dass das klappt. Falls nicht, ja, also ich werde jetzt nicht noch eine Verlosung machen. Dann wünsche ich euch alles Gute weiterhin, bleibt gesund, bleibt dabei. Wir sehen uns beim nächsten Video. Das ist derzeit schon in Planung, beziehungsweise sogar schon in Mache. Ja, seid gespannt. Wir sehen uns. Bis dahin, macht es gut.